Wie ich letzte Woche schon vermutet habe, sind wir diese Woche dabei, die D145 zu montieren. Und ich schaue mir jetzt mal gerade einige Vorgänge an. Hier werden die Lampen installiert. Und man kann sich mal hier die kleine Leiterplatte anschauen. Und da oben sitzen dann die LEDs drauf. Die müssen jetzt dann in diese Lampen eingebaut werden. Sehr viel Handarbeit. Hier ist es schon weitergekommen. Hier sind wir schon weiter dabei, die Sachen einzubauen. An verschiedenen Arbeitsplätzen hier werden die Gläser eingesetzt. Man sieht, das ist also wirklich eine Primelarbeit. Da kommen die roten Lampen drauf. Rot, weiß, grün. Und hier wird dann getestet. Wir haben die verschiedensten Schritte und es wird immer wieder getestet, ob alles funktioniert. Hier bauen wir gerade die Drehgestelle zusammen und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und dann kommt dann auch noch die entsprechende Feder dazu. Hier wird der Motor eingesetzt. Das ist natürlich auch immens viel an Logistikarbeit, um sowas überhaupt zusammenzubekommen, weil man immens viele verschiedene Teile braucht, kleinste Schrauben, Drehteile, Kardanwellen. Und da man ja nicht so viele Stückzahlen hat wie bei den Smartphones, wo man Millionen produziert, ist also hier mit Automatisierung kaum was möglich. Ist alles mit der Hand gemacht. Die Kardanwelle jetzt auf die andere Seite. Und das Drehgestell wird angesetzt. Ja. Ja. Und hier kommt dann jetzt die Leiterplatte drauf. Geschraubt. Und hier, die Lampen haben wir schon mal gesehen. Hier werden sie jetzt zusammengebaut mit dem Handlauf. Fertig ist, sieht das dann so aus. Das ist natürlich schon eine ganz tolle Leistung.
dass das alles so filigran ist. Man sieht kaum, man sieht keine Kabel mehr. Das wird alles über Leiterplatten gemacht, über flexible Leiterplatten, und dann werden sie eingesetzt. Zwei Mitarbeiterinnen, die das zusammen machen. Hier ist noch mal ein Zwischenschritt, extra Bereich. Und hier werden jetzt die einzelnen Kabel noch angelötet. Kabel, die also vom Drehgestell, also von der Stromabnahme raufkommen, sind dann hier noch fertig. Und das sieht man dann schon. Es wird dann schon eine entsprechende Lok. Jetzt kommt noch das Gehäuse drauf. Das kommt wahrscheinlich morgen. Und jetzt werden schon mal die ersten Tests gemacht. Das auch funktioniert alles. Sieht natürlich noch nicht so richtig toll aus. Aber hier unser Fertigungstechniker, der prüft das natürlich. Wie ich ja schon vor einigen Tagen angedeutet habe, werden wir uns jetzt mal die Montage der italienischen Diesellok D145 anschauen. Wir sind gerade dabei, die Gehäuse zu montieren und dann anschließend die Lok komplett fertig zu machen. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier so alles gemacht wird. Hier werden Fenster eingesetzt. Nachträglich eingeklebt. Am nächsten Arbeitsplatz werden Ätzteile als Gitter aufgesetzt. Sind sehr filigrane Arbeiten und die Mitarbeiterinnen sind natürlich immer nervös, wenn ich neben ihnen stehe und dann die Aufnahmen mache. Dann funktioniert das nicht so toll, als wenn sie das ohne Kamera machen. Aber sie sehen ja schon, was da alles gemacht werden muss, und das ist eigentlich wichtig. Und diese Ätzteile, die dann natürlich auch farbgespritzt sind, machen einen sehr guten Eindruck. Hier das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und da geht es schon ein bisschen schneller, wie man sieht. Und dann von hinten wird noch verklebt. Und hier werden dann Lampenringe eingesetzt und davor kommt noch das Lampenglas auf beiden Seiten. Hier haben wir dann die Ventilatoren, die von unten ins Gehäuse eingedrückt werden. Erst wird eine Lampe eingesetzt und dann kommt der Ventilator. Hier wird der Ventilator verklebt und dann noch schwarze Folie eingeklebt, damit es keine Lichtdurchlässigkeit gibt oder auch, dass die Elektronik nicht irgendwo ans Gehäuse anstößt. Das war das Gehäuse. Dann schauen wir uns jetzt mal an die Fahrerkabine. Hier werden als erstes mal die Fenster eingesetzt, nachgeklebt,
Dann die andere Seite auch eingedrückt, nachgeklebt. Dann kommen die Seitenfenster, wie man hier sieht. Schauen wir uns das von der anderen Seite an. Also wie Sie sehen, sehr viel Feinarbeit und jetzt wird noch geprüft und dann die Scheiben noch abgewischt, falls irgendwelche Fingerabdrücke drauf sind. Und hier beim letzten Arbeitsgang machen wir dann die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das da vorne drauf ist, ob das da vielleicht der Schlot ist oder was, wahrscheinlich der Schlot. Und dann kommen noch die Griffe dazu. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass es ja durchaus Modellbahnfirmen gibt, die solche Einzelteile aus Kostengründen in eine Tüte beilegen und dann dem Modellbahner es überlassen, diese Sachen selber zu installieren. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man nicht so ganz feine Finger hat, wie meine Damen hier, und nicht so geübt ist, was dann daraus wird? Dann sieht die ganze Sache sicherlich mir nicht so toll aus. Aber bei Pico werden wir das auch in Zukunft, wenn es irgendwie geht, weiterhin so machen, dass wir nahezu alle Einzelteile montieren lassen. Es sei denn, aus Transportgründen ist das nicht möglich. Und hier wird dann das Dach noch aufgesetzt. Erst kommt noch, ich weiß nicht, das ist Horn wahrscheinlich, was noch reingesteckt werden muss. Und dann kommt das Dach drauf. So, fertig sind wir damit. Und da liegen sie schon, die Gehäuse. Hier werden jetzt die Gehäuse aufgebracht. Ein kleines Kunststoffteil vorne und hinten drauf. Kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, wofür das ist. Leitungen alle ordentlich und klick. Dann geht es jetzt zum nächsten Arbeitsplatz und die nächste Mitarbeiterin setzt jetzt das Gehäuse auf. Erst die Inneneinrichtung und dann das Fahrergehäuse. Dann wird es verschraubt. Und dann kommt noch Batteriekasten unten drunter. Auch verschraubt. Ja, und dann ist er fertig. Mal weiter bewegen. Und in der Montage an andere Arbeitsplätze gehen, wo wir sehen, dass hier die Gehäuse angebracht werden. Da werden die Puffer aufgesteckt. Hier werden die Railings installiert. Oder hier drüben sieht man das jetzt besser. Ja, und dann sieht die Sache dann so aus, wenn sie fertig ist. Bevor die Sachen eingepackt werden, werden die Loks natürlich alle nochmal getestet.
ob die Zugbeleuchtung hinten auch rot ist und vorne weiß ist. Und dann geht's zum Einpacken. Und hier sind dann die letzten Arbeitsschritte, bevor die D145 eingepackt wird. Nochmal alles geprüft, Kupplungen reingesteckt. Eventuell noch Ausbesserungsarbeiten vorgenommen oder an manchen Stellen, wo es bisher noch keine Farbe hingekommen ist, noch die gelbe Farbe anbringen. Dann in Kontrolle, ob alles passt. Das sind natürlich sehr erfahrene Mitarbeiterinnen, die schon lange bei uns sind und die genau wissen, wie jede Lok auszusehen hat. Dann noch mal einen kurzen Test. Es kommt sehr häufig vor, dass alles zweimal getestet wird, aber es passiert in der Produktion eben immer wieder, dass irgendwas nicht passt. So, dann werden hier die Blisterverpackungen vorbereitet. Leider müssen hier unzählige von Aufklebern angebracht werden, damit es keine Scheuerstellen gibt, damit es auf dem Transport auch alles in Ordnung geht. Und dann wird eingepackt. Hier werden dann die Nummern aufgebracht, die auf der Lok an der Unterseite sind und die auf der Bedienungsanleitung sind. Ja, schauen wir uns das nochmal zu Ende an. Zumachen. Und fertig. Hier der nächste Schritt. Seitdem er diese, wir nennen sie Cushion Box, also gepolsterte Verpackung haben, seit 2 Jahren bei den Expertverpackungen, ist die Beschädigung auf dem Transport deutlich zurückgegangen. Und ich glaube, insgesamt sieht das auch viel besser aus. Also wir schauen uns das nochmal auf der anderen Seite an. Hier stehen die vorgefalteten Schachteln, die auch alle mit der Hand vorgefaltet werden. Und hier kommt dann der Endschritt. Erst die Bedienungsanleitung rein, wo unten drunter ist, die man auch gut rein- und rausnehmen kann. Dann die Folie abziehen von der Blister. Jetzt ist sie fast fertig. Jetzt wird noch der Aufkleber aufgebracht. Auf der einen Seite waagrecht, auf der anderen Seite senkrecht, damit der Händler sie auf unterschiedliche Weise ins Regal stellen kann und dass beides gut ausschaut. Was dann übrigens doch einige Nachahmer in der Industrie gefunden haben. Ja. Meine lieben Pico-Freunde, das war jetzt der letzte Schritt. Die D145 ist eingepackt, kommt in den Umkarton und dann geht sie in den Container, kommt nach Deutschland, wird dann ausgeliefert. 2 Monate später.